Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zürich – Unbekannte Orte. Heute bin ich mal auf einen der geheimen Aussichtspunkte in Zürich gefahren. Ich stehe hier ein bisschen erhöht über der Stadt Zürich. Das Gebiet heißt Die Weid. Es ist ein Naherholungsgebiet hier mit schön viel Wald, wie man hinter mir sieht, und einigen Möglichkeiten für die Familie, einen Ausflug zu machen. Direkt vor mir ist das Restaurant Die Weid. Einen Link findet ihr unten am Video in den Beschreibungen. Und links von mir ist die Stadt Zürich in ihrer vollen Pracht. Dieser Aussichtspunkt hier auf der Weid ist ein richtiger Geheimtipp. Den meisten Touristen gelingt es nicht, hier hochzukommen, weil es zu weit vom Stadtzentrum weg ist. Man hat hier zwar einen öffentlichen Bus und kommt relativ gut hier hoch, es braucht aber Zeit. Aber die Aussicht lohnt. Ein Grund, warum hier auch nicht die großen Touristenschwärme sind, ist die Infrastruktur. Es hat zwar einige Parkplätze, aber doch zu wenig Platz für Reisecars und Busse, um hier hochzufahren. Hochfahren ginge vielleicht noch, umdrehen hier oben ist nicht mehr möglich, weil man muss dieselbe Straße wieder runterfahren. Eine tolle Weitsicht hier von der Weid. Die Übersicht über die ganze Stadt Zürich oder zumindest über einen Großteil der Stadt Zürich. Im Hintergrund sehen wir die Alpen und den See. Zur linken Seite ist der Zürichberg und zur rechten Seite eines der Ausflugsziele von Zürich, der Uetliberg. Die Stadt Zürich hat ungefähr 400.000 bis 500.000 Einwohner und mit der Agglomeration von Zürich sind es dann fast 1 Million Leute, die hier leben. Hier auf der Weid oberhalb von Zürich findet man nicht nur eine tolle Aussicht, sondern wenn man Glück hat, auch ein paar Rehe hier in einem Gehege direkt unterhalb des Restaurants Die Weid. Hier hinten im Wald gibt es ein paar Parkplätze. Da gehen vor allem Wanderer hin und laufen dann um diesen Käferberg. Das ganze Gebiet ist der Käferberg. Die Koordinaten lege ich euch noch unten in die Beschreibung. Das war eine weitere Folge von Zürich – Unbekannte Orte. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder zumindest ein Like klickt, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.